Jo, servus und willkommen hier in meiner kleinen Glemmbausteinecke. Heute mal wieder was von Playtiff. Wir wissen, Playtiff hat seine Steine nicht mehr von Goody. Darum werden sie jetzt hier mit Clippies gebrandet. Hersteller ist mir nach wie vor unbekannt. Leider, aber ich arbeite dran. Wir haben hier den Jeep mit Anhänger. Set hat die Nummer, ich muss jetzt da mal nachschauen. Die neuen Sets, also die Sets aus diesem Jahr, haben eine längere Nummer. Sie haben neben der sechsstelligen Nummer noch den Unterstrich und dann kommt noch mal eine vierstellige Nummer. Wird wohl Lidl intern, Playtiff intern irgendeine Bedeutung haben. Wir haben hier die Setnummer 32 1678 unterstrich 1901. Jeep mit Anhänger, 194 Teile für 3,99 im Lidl Online Shop. Also 3,99 kann man nicht meckern. Im Übrigen kosten momentan alle Sets beim Lidl 3,99, zumindest die kleinen. Was mir aufgefallen ist, ich werde es hier oben irgendwo einblenden, die Sets, die in Polen, beim Lidl in Polen erhältlich sind, das ist ja der Wahnsinn, also könnte man schon fast meinen, wir kriegen den Rotz und die Polen kriegen das Gute, warum das Zeug nicht zu uns kommt, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist hier der Absatzmarkt nicht so hoch, weil Deutschland ziemlich Lego-orientiert ist, gehe ich mal davon aus. Aber schaut euch an, was der Lidl in Polen alles so anbietet, beziehungsweise Playtiff. Das eine oder andere Set würde mir da auch gefallen. So einen Jeep gab es schon mal von Playtiff, und zwar letztes Jahr, der steht hier drüben. Versuchen hier mal rüber zu holen, ohne hier alles runterzuschmeißen. Hier ein Jeep mit Anhänger und Boot dran. Werden wir uns später nochmal genauer anschauen und vergleichen und so weiter. Den gab es allerdings letztes Jahr nicht einzeln. Der war im Ferienhaus mit bei. Dieses Mal gibt es hier Jeep mit Anhänger und Boot als Einzelset. Ist ein bisschen größer, wirkt zumindest so. Ist kompakter, größer, breiter, ne, besser weiter Höhe und so weiter und so fort. Sieht aber von den Farben her im Gegensatz zu dem von letztem Jahr ein bisschen mehr Friends-mäßig aus. Na gut, passt eigentlich ziemlich gut zu unserem Katamaran. Ist ja auch alles Beach-Thema und so weiter. Würde ja zusammenpassen. So, hätte ich gesagt, gehen wir rüber auf unser kleines Glemmbausteintischchen, backen den Karton aus, gucken rein, was Playtiff uns eingepackt hat. Und ja, Steinequalität, ne? Ich hoffe mal, genauso wie bei unserem Ninja-Roboter, hervorragend. Und dann werden wir hier dieses Friends-ähnliche Gefährt aufbauen. Ich bin gespannt. Der Jeep mit Anhänger von Playtiff mit 194 Teilen aus der Clippy-Serie. Ja, wie gesagt, ne? Goody ist hier nicht mehr vertreten. Hier unten das übliche Gedöns TÜV Rheinland verifiziert und so weiter und so fort. Hier im Übrigen die Setnummer 32 1678 1901. Setnummern von Playtiff werden immer länger. Hier an den Seiten Beschreibung und Warnhinweis in den verschiedensten Farben. Und von vorn und von hinten sieht es nahezu identisch aus. So, Messerchen gezückt. Siegel geöffnet, Siegel aufgeschnitten. Komm raus, Lasche, komm raus. Die Lasche wehrt sich. Jetzt öffnen wir das gute Stück und gucken. 1, 2, 3, 4, 5, Bauanleitung, Qualitätsblablabla und der Karton ist leer. So, 5 Steinetüten. Hier ist der Minifigurenkopf. Aber wo ist die Minifigur? Ah ja, die Minifigur müssen wir ja inzwischen komplett selbst zusammenbauen. Der neue Hersteller baut sie ja nicht mehr vor. Ansonsten sieht es ja aus wie Lego Friends. Von den Farben her, meine ich. Dieses hellblau, rosa. Könnte durchaus ein Lego Friends Set sein. Hier ist der Torso im Übrigen. Und die Steine sind wirklich nicht von Goody. Also genauso wie bei unserem Ninja-Roboter.
Hier ist Transclear-Teil mitten in den Steinen. Ich bin gespannt, wie zerkratzt es ist. Und hier wieder der Vertrieb von Delta Sports. Die übliche Werbeblade oder Werbefliese. Hier ist ein Oberarm. Diverses kleinteilige Döns. Und die Bauanleitung. Die Bauanleitung ist geklammert. Und hat... Oh, hier ist ein Aufkleberbogen. Schauen wir uns gleich an. Wir haben insgesamt 24 Seiten. 59 Bauschritte. Und das Ganze folgt dem Prinzip der Ausgrauung vorgehender Bauschritte. Ganz so, wie es für Playtiff typisch ist. Auch auf diesem angedeuteten Millimeterpapier-Hintergrund. Alles wie gehabt. Hier die Teileliste für all jene, die es interessiert. Und nun der Aufkleberbogen. Ja, wir wissen ja, die Aufkleber vom neuen Hersteller sind qualitativ hervorragend. Nur die Druckqualität ist nicht so dolle. Der Druck könnte durchaus intensiver sein. Der Druck ist einfach zu schwach. Der Aufkleber, sodass wenn Aufkleber auf dunklen Steinen verklebt werden, die dunklen Steine durch die Farbe des Aufklebers durchscheinen. Das ist suboptimal. Ansonsten haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Aufkleber. Ich bin gespannt. So, verteile ich hier die Tüten in meine Eimerchen. Wir bauen die Minifigur auf und dann geht's auch gleich los. Ich bin gespannt. Hier haben wir unseren Sommerfrischler, unsere Minifigur von Playtiff. Ja, eine standardmäßige Playtiff-Minifigur, wie wir sie schon ein paar Mal hatten, nur halt eben jetzt aus der neuen Produktionsserie. Drucke sind okay auf dem Torso und auch im Gesicht. Vollkommen in Ordnung. Von hinten ebenfalls bedruckt. Wieder sein typisches Playtiff-Minifiguren-Hohlkreuz, wie sie sie alle haben. Und dann schön die Wampe rausdrücken, ne? Schön die Wampe rausdrücken. Aufpassen muss man bei der Minifigur, weil das ist mir eigentlich so noch nie aufgefallen, aber beim neuen Hersteller muss man die Figuren selbst zusammenbauen. Das heißt, die Hände, die Arme, die Beine, der Torso, der Kopf, die Mütze, das ist alles einzeln in den Tüten verteilt. Und da ist mir aufgefallen, beim Zusammenbauen, es gibt zwei verschiedene Arme und zwei verschiedene Hände, die sind nicht identisch. Es gibt wirklich einen linken Arm und eine linke Hand und einen rechten Arm und eine rechte Hand. Da muss man aufpassen, sonst schaut es komisch aus. Was mir auch noch nie aufgefallen ist, der hat hier so angedeuteten Bizeps. Da müsste ich jetzt direkt mal bei den anderen Figuren nachschauen, ob das auch so war. Oder ob der hier nur, eben weil er quasi kurzärmlich ist, ob das nur bei ihm so gemacht wurde. Ja, auch die Hände, die knicken hier nach oben. Würde man sie auf der falschen Seite anbringen, würden sie nach hinten knicken. So ist er ein bisschen wappeliger, wird ein bisschen wackeliger als die anderen Figuren und ist nicht ganz so fest und stabil. Das mag jetzt daran liegen, dass ich ihn zusammengebaut habe oder dass er halt ja, nicht von Werk zusammengebaut wurde. Vielleicht ist die Qualität auch ein bisschen schlechter als bei den Vorgängerfiguren. Werden wir sehen. So, ansonsten zeige ich euch hier mal unser Autochen. Wir sind hier in der Zwischenzeit bei Bauschritt 18 angekommen. So sieht's aus. So von vorn. Weiß, rosa, hellblau. In den hellsten und grellsten Friends-Farben. Und wie ihr seht, Aufkleber wurden angebracht. Und zwar drei Stück. Einer hier, einer hier. Die Aufkleber sind qualitativ okay. Kann man nicht meckern. Standardkost. Standardkost. Gut bedruckt, kleben gut. Passt. Drucke wären mir trotzdem lieber. So schaut's von oben aus. Einen Sitz mit typischem Playtiff-Lenkrad. Mit der Aussparung unten, damit auch die Beine Platz haben. Hier hinten ein paar Seaclamps, was da genau reinkommt. Werden wir sehen, die Anhängerkupplung auch ganz witzig gemacht. Erinnert an Lego der 80er Jahre. So von unten. Ein standardmäßiges Gefährt. Ich kann euch hier mal... Moment. Ich hole hier mal den Jeep aus dem Vorgängermodell. Und dann sieht man deutlich einen Größenunterschied. Ne? Machen wir das hier mal ab. Na, geh ab. So.
Man sieht hier einen gigantomatischen Größenunterschied. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4 Noppen sind wir hier länger. Also bis jetzt. Ich weiß noch nicht, ob da vorne noch was dran kommt. Es kann sein, dass wir noch länger werden. Aber ist interessant. Interessant. Aber auch der hier hat dieselbe Anhängerkupplung. Nur halt eben in dem anderen Blau. Ja. Es bauen macht Spaß. Die Steine sind okay. Keine guten Steine. Die Steine vom neuen Hersteller. Alles tippitoppi. Da muss ich mich auch nicht mehr zu äußern. Hätte ich gesagt, bauen wir weiter, bauen wir das Autochen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt könnte ich hier gleich mal, wenn ich hier den Kameraden da habe, hier mal gucken. Geh doch mal raus hier. Na komm, geh raus da mit deinem Bobbers. Ja, der hat auch so angedeutete Muskeln, so einen angedeuteten Bizeps. Bei dem sind nur die Hände gerade, seht ihr das? Ja, wohl auch nicht wirklich. Nein, die knicken auch ab. Die knicken auch ab, die Hände. Ganz schön die angedeuteten Fingerchen. Okay, dann ist es wohl ein Standardphänomen. Und hier sieht es so aus, als hätte ich die Arme falsch rum. Aber ich fand es andersrum total komisch. Habe ich die Arme falsch rum? Aber so wie es am Anfang hatte, fand ich es mega komisch. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Die Mütze ist im Übrigen auch anders. Sie hat eine andere Form. Ja, man sieht die Gussformen des neuen Herstellers weichen ab. Man sieht es auch unten an den Beinen, während hier die neuen abgerundet sind, sind die alten eckig. Also es sind keine identischen Gussformen. Wie schaut's denn aus? Hoppala, verliert gleich seine Mütze. Wie schaut's denn aus mit dem Hohlkreuz? Ist das wenigstens identisch? Oder halbwegs? Ja, ein bisschen. Die Wampe ist ein bisschen schmäler. Okay. Also es gibt durchaus Unterschiede zwischen den alten und den neuen Figuren. Die Kopfbedeckung müsste aber noch kompatibel sein, oder? Geh mal du ab. Weil bei dem einen geht es so extrem schwer. Ja, das Loch im Kopf ist immer noch gleich. Na gut. Das heißt, es müsste hier möglich sein, die Mütze dem hier aufzusetzen. Ja, geht. Und dem hier die andere. Gut, das ist nach wie vor noch kompatibel. Das wäre die Höhe, ne? Das wäre die Höhe. Hier seht ihr es ganz gut, den Unterschied, während die alte Form hier außen den Rand hat. Hat es die neue nicht? Also es wurde hier durchaus an den Formen was verändert. Ich vermute mal, der neue Hersteller hat extra Formen anfertigen müssen für diese Minifigur. Alle anderen Steine wird er im Sortiment haben. Sind ja standardmäßige Lego-Teile, wie sie alle Hersteller produzieren. Nur die Minifigur ist halt extra und die hat der neue Hersteller extra anfertigen müssen, weswegen es hier und da zu Unterschieden kommt. Und natürlich muss auch die Kopfbedeckung dem jeweiligen, also die jeweilige Kopfbedeckung muss den Köpfen angepasst werden. Drum werden sie dafür auch neue Gussformen erstellt haben müssen. Ich sehe auch am Kunststoff, der neue ist um einiges glänzender als der alte. Der alte war matter. Na gut. So ist es halt im Blätterwald. Bauen wir weiter, ich bin gespannt. Bauschritt 33. Das Gefährt ist schon mal fertiggestellt. Ich drehe es euch kurz und dann gehen wir gezielt drauf ein. So, von hinten. Ihr seht, es kamen einige Aufkleber hinzu. Hier vorne auf der Motorhaube ein großflächiger Sticker. Die an den Seiten hatte ich euch schon gezeigt. Hier oben auf der 1x4er-Fliese, ja, so Luftschlitze oder sowas. Da hätte ich mir so Gitterfliesen gewünscht. Meine, die kann man ja auch in rosa gießen, wenn es schon rosa sein muss. Warum ein Aufkleber? Ich habe keine Ahnung. Verstehe ich nicht ganz. Was jetzt noch hinzukam hier drinnen, ne? Kamen jetzt noch zwei Aufkleber rein, die hatte ich übersehen. War ein bisschen gefriemelt, da reinzukommen. Ich musste hier nochmal alles abbauen, da die Dinge abmachen und dann nochmal fertig bauen, weil, ja, hinterher ist mir immer schlauer.
Nummernschild hatte ich euch schon gezeigt. Ansonsten, die Reifen sind okay. Kann man nicht meckern. Hier und da ein paar Stänkchen und Gedöns. S-Trans Clear Teil. Die Scheibe ist maximal zerkratzt. Die ist stellenweise so zerkratzt, dass sie milchig wirkt. Finde ich sehr, sehr schade. Tja, kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Aber die Scheibe ist schon, die ist stärker zerkratzt als normal. Sowas kam mir bei Plaintiff bisher jetzt noch nicht unter in dieser Stärke. Aber ich vermute mal, der neue Hersteller wird eine andere Art Trans-Clear-Plastik verwenden. Und naja, wenn das Plastik, wenn das fester ist, dann zerkratzt es leichter. Schade, schade, Marmelade. Hier von unten kam nochmal so eine Rundfliese mit Noppen auf der Oberseite, um die Anhängerkupplung besser zu fixieren. Ganz nett. Ja, ich halte es jetzt nochmal hier im Vergleich nebeneinander. Versuch hier mal. So, also wir sind hier deutlich über den vier Noppen. Wir haben hier noch den kompletten Aufbau hier vorne dran. Und auch von der Breite her, ne? Haben wir hier 6 Noppen Breite und hier 4. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied. Was soll's, ne? Was soll's? Dafür ist das hier bei einem großen Set dabei gewesen. Und das hier konnte man einzeln erwerben. Oder kann man immer noch? Kann man immer noch? So, hätte ich gesagt, machen wir weiter mit Bauschritt 34. Und so wie es aussieht, kommt jetzt hinten der kleine Anhänger. Ich bin gespannt. Bauschritt 40, wir haben den kleinen Anhänger gebaut. Der ist relativ standardmäßig. Paar 2/3 Slopes auf eine Plate gedrückt. Unten hier für die Radaufnahme und vorne die Anhängerkupplung. Also das ist nicht viel, das ist nicht großartig kompliziert. In der Mitte ein paar Jumper Plates, um vermutlich dann später das Boot aufzunoppen. Aber ich zeige euch mal den Anhänger, der beim anderen Modell dabei war. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied. Also während bei dem Set hier das Autochen größer war, ist bei dem Set hier jetzt dafür der Hänger größer. Boah, sind sie eigentlich, ich meine, der passt hier ja problemlos rein. Aber passt das hier eigentlich? Nein, der ist... Ne, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und wenn wir unten die Stütze abmachen... Ja, dann funktioniert es. Aber es sieht komisch aus. Es ist nicht füreinander geschaffen. Sehe ich hier gerade. Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Und andersrum, wenn ich hier den Schieb nehme... Und das da ran, ob. Ja, das ist genauso dämlich. Kippt der Anhänger jetzt nach hinten. Also die Höhen sind anders. Und oh, diese Ball Joints scheinen wohl minimal dicker zu sein. Weil das hier... Na, es geht auch mit dem alten Stein ein bisschen strenger als mit den neuen. Okay. Na, ich glaube hier dieser Ball... Ist minimal dünner. So soll es auf jeden Fall aussehen am Schluss. So. Machen wir noch die letzten paar Bauschritte. Es sind bloß noch ein paar. Mit Bauschritt 41 beginnt das Boot. Und fertig sind wir bei... Moment. Bauschritt 56. Wo ist denn dann 57? Ah, na, Bauschritt 57 sind wir fertig. 58 und 59 ist dann die Figur. Also dann, bis gleich. Der Jeep mit Anhänger und Boot ist fertiggestellt. Halt, hier kommt noch die Minifigur hin. Die hätte ich jetzt ja glatt vergessen. Die gehört ja noch zum Set. Wir sind fertig, Leute. Wir haben das Bötchen noch gebaut und es wird tatsächlich auf den Anhänger genoppt. Nicht so wie beim Vorgängerset. Hoppala, wie beim Vorgängerset. Da wurde es ja einfach nur in die Aussparung gelegt. Hier wird es tatsächlich vernoppt. Und die Vernoppung hält ziemlich gut. Man muss nur schauen, dass man die Tubes erwischt, um es richtig aufzunoppen. Es ist ein bisschen, aber es geht schon, es geht schon. So, ansonsten hätte das Boot hier unten noch einen Motor, den man dann zu Wasser lassen kann quasi. Ich zeige euch am besten mal das Boot an sich. Das Boot hat natürlich wieder Aufkleber bekommen. Und zwar einmal hier und einmal vorne. Ja, die Aufkleber sind
relativ passgenau. Schade ist halt mal wieder, dass hier diese Slope nicht glatt ist, sondern angeraut. Und auf dieser angerauten Slope kommt mal wieder ein Aufkleber. Der wird nicht lange halten. Auf den Fliesen ist es okay, die Fliesen sind glatt. Aber hier des Dingens, das erinnert mich von der Oberflächenstruktur ein bisschen an, an so eine Nagelfeile. Und da wird der Aufkleber nicht lang halten, da bin ich überzeugt von. So, ansonsten ist dieses Boot mit Standardteilen, hier mit diesen, wie nennt man diese Teile hier? Das ist glaube ich, in jedem Video inzwischen mein Lieblingssatz, oder? Wie nennt man diese Teile? Ihr wisst, was ich meine, diese Inverted Slopes hier. Mit diesen wurde das Boot hier, oder zumindest das Grundgerüst des Bootes erstellt. Dann ein paar Plates drauf, Wedged Plates, Fliesen, Slopes. Und dann war es auch schon. Im Gegensatz zu unserem Boot vom Vorgängermodell. Das ist zwar ein bisschen länger hier. Dafür ist das Vorgängermodellboot, ja, wie soll ich sagen, bisschen aufgedunsener, bisschen höher, bisschen bulliger. Und ja, gefällt mir auch ganz gut. Also das Vorgängermodell an sich ist zwar, ich vergleiche es jetzt gleich mal, ich stelle es mal nebeneinander. So, hier mal im Vergleich. Mit dem Vorgängermodell, zwar ist das Vorgängermodell um einiges kürzer und schmäler. Das gehört, glaube ich, gerade her, damit es besser aussieht. Ist natürlich kürzer und schmäler und wirkt nicht ganz so detailgetreu und wuchtig. Dafür hat es nicht so Friends-mäßige Farben, nicht so krasse Farben. Aber gut, wenn ich heute auf Deutschlandstraßen unterwegs bin oder auch auf den Straßen anderer Ländern, werde ich unter Umständen, was heißt unter Umständen, mit Sicherheit, werde ich mit Sicherheit auch Autos unterschiedlicher Fabrikationen und Farben sehen. Und deswegen stört's nicht weiter. Klar, wer sich jetzt an diesem krassen Farbton stört und sagt, das ist ultra mädchenmäßig, für den ist das natürlich nichts. Nüchtern und neutral betrachtet finde ich das Ganze hier ein gelungenes Set. Gut, der Anhänger hinten könnte ein bisschen bulliger sein. Ich könnte mal spaßeshalber gucken, ob das Boot hier auch auf den anderen passt. Ja, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger. Es ist ein bisschen zu lang. Ne? Das Originalboot passt nämlich genau hier rein. Und das hier ist wohl ein bisschen zu lang. Schade, schade. Das Originalboot, Boot. Er hat das Po angefasst. Passt aber doch, das passt hier drauf. Und zwar problemlos. Da passt mit Sicherheit auch das Boot von unserem Enlighten-Set mit drauf. Das ist nämlich in etwa diese Größe gewesen. Und hat auch hier hinten drauf gepasst. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also Spielspaß ist auf jeden Fall gegeben. Mit beiden Sets im Übrigen. Ne? Ist ja bei Playtiv inzwischen Standard. Spielspaß steht bei Playtiv ja ganz oben. Für die Kiddies, für die Glembausteinstadt ein ideales Set. Ich bin ja an sich von den Playtiv-Sets sowieso immer begeistert. Sie sind für Kinder ideal. Und für uns Erwachsene ja ebenfalls, weil, naja, auch kleines Geld und so, ne? Mal so ein kleines Mitbringsel für die Tochter, für den Sohn, was auch immer, oder für den Neffen oder fürs Enkelkind ideal. Man macht nichts falsch, die Steine sind top, die Modelle sind hervorragend, spielen können die Kinder damit. Es aufbauen ist nicht allzu fordernd. Beziehungsweise fordern teilweise schon, aber nicht so allzu schwierig, nicht so krass. Das schaffen Kiddies auch problemlos. Kann ich nur empfehlen, gerade für dieses Geld, ne? 3,95 für dieses Set. Das schaffen Dänen nicht. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle, bis zum nächsten Mal. Euer Doschten und baut was Schönes. So, kurzer Nachtrag. Kurzer Nachtrag. Wir müssen ja noch, und das habe ich ganz vergessen, wir müssen ja noch die Größe ermitteln, ne? Die Größe von unserem Jeep beträgt in etwa 12,5 ohne Anhängerkupplung. Die Breite 6,5 plus minus ein paar Millimeter und die Höhe mit Antenne knappe 7. Komplett mit Anhänger, mit Boot, so wie es da steht, haben wir eine Länge von in etwa 25 cm. So, was übrig geblieben ist, habe ich euch auch nicht gezeigt. Einmal hier diese Werbeplate, wie sie halt in jedem Playtiv-Set mit beiliegt. Und zwei Hände. Das scheint beim neuen Hersteller inzwischen standardmäßig zu sein. Beim alten Hersteller blieb nämlich meistens nichts über.
hier überwiegend Hände. So, das war's aber jetzt wirklich. Servus!